Ja, endlich wieder ein brauner Österreicher hier in Deutschland. Die Hauptschüler checken den Joke nicht, oder? Die so Raf Camora. Leute, ihr habt das richtig gehört. Ich heiße wirklich Aladdin. Ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern dabei gedacht haben. Sie haben Disney geschaut, während sie geschnackselt haben. Also, ich weiß echt nicht. Ich wurde mit so einem Namen, wird man auch gemobbt, ja? Aladdin, so immer so, ha, wo ist Jasmin, wo ist deine Wunderlampe? Ich muss mir den Scheiß schon mein Leben lang anhören. Irgendwann denkst du dir auch so, du musst dagegen kontern. Irgendwann habe ich auch gesagt, so, die Wunderlampe ist unten, wenn du dran reibst, darfst du dir drei Sachen wünschen. Jizz in the face. Muss sein. Und ich komme ursprünglich aus dem Irak. Und wir hatten es eigentlich ziemlich chillig, also wir waren ziemlich wohlhabend. Ich habe nur so Markensachen getragen, so Mikey, Abibas, Reebok. Alles auf einem Schuh natürlich. Und irgendwann mussten wir weg, 1991, meine Mutter kam zu mir, sie ist so, Aladdin, wir müssen weg. Wahadilil Europa. Und dann habe ich gesagt, wohin geht's, wann sind wir endlich da? Sie ist so, schwimm einfach weiter, mein Sohn. Und dann sind wir in Wien gelandet. Und Wien ist ja eine ziemlich schöne Stadt, aber sie sind ein bisschen rassistisch angehaucht. Wir haben so Plakate wie, isst du Schwein, darfst du rein. Wirklich. Oder Heimatliebe statt Marokkanerliebe. Wirklich, wir haben solche Plakate. Und irgendwann denkst du dir so als kleiner Migrant, so, du musst dich integrieren. Ja? Dann habe ich mich integriert. Ich habe begonnen, Schweinefleisch zu essen. Ich war so FKK-Saunas und so, habe Aufguss gemacht. Dann habe ich eine österreichische Freundin gehabt, Jackie die Hure. Und nach 2 Monaten ist meine Vorhaut wieder zusammengewachsen. Und war ich endgültig integriert. Und ihr müsst euch so denken, ich bin in so einer Kanackengegend aufgewachsen. Und die wollten immer so dumme Sachen machen. So, Bruder, hauen wir gegen Mülleimer. So. Warum? Schienbein abhärten, Bruder. So. Unnötige Scheiße einfach. Oder so, rufen wir bei der Polizei und sagen mal, fickt euch. Und ich wollte lieber mit meinen österreichischen Freunden abhängen, die wollten immer so coole Sachen machen, so, lass uns Zwetschgen pflücken gehen, Aladdin, hast du gesagt. Und ich wurde auch eigentlich ziemlich gut erzogen, ja. Ich komme von den 90ern. Wo sind die 90er hier? Mach mal Lärm. Yes! Wo sind die Millennium-Kids? 2000 haben wir 2000er-Kids da. Alles nur Missgeburten, wirklich. Ihr könnt gar nichts, ihr könnt nur wichsen, ihr könnt nicht mal eine Pizza im Tiefkühl, so Tiefkühlpizza machen, wirklich, ihr seid im Arsch. Und ich wurde noch so von meiner Mutter mit Schlägen erzogen. Also sie hat mich noch nie geschlagen, alleinerziehende Mutter. Und ich habe einmal Scheiße gebaut, es war jetzt nicht so schlimm. MSN-Zeiten, könnt ihr euch noch an MSN Messenger erinnern? Und ich habe mit meiner Schwester ausgemacht, sie darf 2 Stunden, ich darf 2 Stunden. Und sie hat jedes Mal überzogen. Irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Habe ich den Stecker rausgezogen, sie hat mich gekratzt und dann habe ich ihr direkt eine Faust gegeben. Das war jetzt nicht so schlimm. Und meine Mutter hat das erfahren und sie ist so, warum hast du das gemacht? Und sie hat dann diesen einen Satz gesagt, was wir alle schon mal hier im Raum gehört haben. Wenn er aus dem Fenster springt, springst du auch. Weil ich gesagt habe, ein Freund hat es auch gemacht. So. Und ich weiß nicht, wer wurde von euch geschlagen? Mal klatschen bitte. Nur Kanacken klatschen, wirklich so. Bruder, Staubsauger auf mich geworfen, Aschenbecher, alles was in der Umgebung war. Wer wurde nicht geschlagen? Mal klatschen bitte. Aber merkt ihr, wie sanft die klatschen? Die hätten es hart verdient, wirklich. Und meine Mutter hat mich dann geschlagen, es war jetzt nicht so schlimm, sie hat wirklich so ganz leicht so draufgeschlagen und ich habe hart überreagiert, weil es das erste Mal war. Und ich habe dann so direkt so eine zittrige Stimme bekommen, kennt ihr das? Wenn du nicht mehr reden kannst, so. Du wirst dann auch nicht ernst genommen, ganz ehrlich, so, wenn dein Kind zittert, ist vorbei. Dann bin ich in mein Zimmer gelaufen. Ich so, warum habe ich so ein scheiß Leben? Warum? Ich will nicht.
Dieses, wenn Rotz rein und rauskommt, das ist so auf dem Level. Und ich bin in meinem Zimmer, ich heul mich zu Tode, ich rede mit mir selber so, ich will ausziehen, ich will nicht mehr. Ich bin so 8, Digga, was willst du ausziehen? Und dann beschimpfst du auch deine Mutter so, du so, Fotze. Und dann entschuldigst du dich nochmal so, sorry. Warum habe ich so ein scheiß Leben? Warum? Und dann bin ich eingeschlafen und seid mal ehrlich, die geschlagen worden sind von euch, das waren die besten Schläfchen, oder? Let's be real. Das waren die besten Schläfchen. Und ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, habe eigentlich alles schon vergessen, ja? Und meine Mutter kommt rein, sie so, komm essen. Und ich so, shit, sie hat mich gestern geschlagen. Und ich so, geh Silber essen. So ganz leise gesagt, dass sie es nicht hört. Dann hat sie wirklich, sie hat versucht mit mir dann ernst zu reden, sie so, Aladin, weißt du, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich das getan habe. Weißt du, meine Mutter hat das bei mir auch gemacht und ich dachte, es klappt bei dir auch, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie aus dem Fenster springt, springst du auch. Und dann hat sie mich wieder geschlagen. Danke Stuttgart, das war meine Zeit. Peace out. So, mein Name ist Aladin Gedik Cami. Ich hoffe, euch hat mein Auftritt gefallen. Hier könnt ihr, hier, wie es die Blogger immer machen, könnt ihr den Channel abonnieren. Und hier habt ihr noch 2 weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt, falls ich nicht lustig genug war.